Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Podcast. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Danke, dass du das immer mitmachst. Ja. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, ob ihr uns öfter sehen wollt. Zu zweit. Mein Name ist Natalia. Ich bin eure Deutschlehrerin und das ist mein Mann, Ich bin Tobias. Tobias. Hast du eine Idee, worüber wir heute sprechen? Nein, keine Ahnung. Lüge. Wir haben einige Themen besprochen, aber ich habe nicht gesagt, worüber wir genau heute sprechen werden. Und heute möchte ich mit dir, mein Schatz, über das Geld sprechen. Oha. Das ist ein sensibles Thema. Ja, schon. Also ich habe einige Fragen vorbereitet Oh ja, super, klasse. und bin gespannt. Ich hoffe, wir werden uns heute nicht streiten. Wir versuchen es. Wir versuchen es, ja. Alle, die mich oder Tobias noch nicht so gut verstehen, können jetzt komplett kostenlos das ganze Skript von unserem Gespräch herunterladen. Den Link zum Skript findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Und wenn du gerade Deutsch lernst und noch mehr Unterstützung brauchst, wenn du mit einem Lehrer zusammen lernen möchtest, dann kannst du dir einen Lehrer bei Preply finden. Preply ist eine Plattform mit tausenden qualifizierten LehrerInnen. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Ich vertraue Preply. Ich habe selber Spanischunterricht bei Preply gemacht und ich weiß, dass sie unglaublich tolle, qualifizierte LehrerInnen haben, die dir beim Deutschlernen helfen können. Mit meinem Code Natalia50 bekommst du 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Den Link zu Preply findest du in der Infobox unter dem Video. Wenn du nicht weißt, wo und wie du anfangen solltest, wenn du dir nicht sicher bist, was der richtige Weg ist, Deutsch zu lernen, dann brauchst du unbedingt einen Lehrer, der dich begleitet, der dich unterstützt und dir dabei hilft, jeden Tag besser zu sein. Außerdem kannst du mit einem Lehrer am besten dein Sprechen üben. Du kannst regelmäßig 2-3 Mal die Woche mindestens eine Stunde auf Deutsch sprechen. Wenn du so viel Deutschunterricht hast, dann wirst du in kürzester Zeit richtig gut. Du wirst sehr schnell Fortschritte machen. Klicke jetzt auf den Link, nutze meinen Code, finde dir einen Lehrer, mit dem du auf der gleichen Wellenlänge bist und fange schon heute an. Wir haben schon Oktober. Es gibt nur noch 2 Monate bis Ende des Jahres. In diesen 2 Monaten kannst du locker das nächste Deutschniveau erreichen. Ich glaube an dich. Du musst nur noch den ersten Schritt machen. Viel Erfolg! Und wir fangen jetzt an. Let's go. Ich würde sagen, wir sprechen ganz kurz darüber, warum das Thema Finanzen und Geld generell spannend ist in einer Beziehung. Was denkst du? Naja, es kommt ja ganz drauf an, wie man vielleicht auch damit aufgewachsen ist, ob man als Paar seine Finanzen regelt oder jeder für sich alleine. Das muss man halt alles klären im Laufe einer Beziehung. Jetzt nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit muss man das schon klären, wie man das handhabt. Weil Geld kann immer zu Stress führen und in einer Beziehung möchte man bestenfalls keinen Stress haben. Ich wollte gerade sagen, dass das Geld wahrscheinlich einer der häufigsten Streitpunkte in den Familien ist. Ja. So allgemeine Statistiken vielleicht dazu. Was ist das Durchschnittseinkommen in Deutschland? Vielleicht die, keine Ahnung, aber was denkst du, was ist der Rahmen? Ja, ich denke mal so. Der Median sind wahrscheinlich 3.500 Euro. Und ich habe hier aufgeschrieben, typische Ausgaben einer deutschen Familie sind Wohnung, Auto, Versicherungen, Freizeit. Könntest du noch was ergänzen? Das deckt das ganze Leben eigentlich ab, oder? Bei Auto würde ich nicht nur Auto nehmen, sondern allgemein Verkehrsmittel. Aber das Auto ist wahrscheinlich, wenn man eins hat, am größten. Und 30% bis 40% macht halt auch die Wohnung aus. Ja. Also deswegen, das ist schon der größte Teil. Und was würdest du sagen, wie offen wird in Deutschland über das Geld gesprochen?
Sehr geschlossen. Ist das ein Tabuthema? Ja, es gibt einen Spruch, der heißt, man redet nicht über Geld, man hat es. Ah. Ich finde das nicht gut, der Spruch. Ich finde, man sollte über Geld sprechen. Mhm. Jetzt nicht mit jedem. Ich muss nicht aber in der Fußgängerzone irgendjemandem erzählen, was ich verdiene oder wie viel Geld ich habe oder nicht habe. Mhm. Aber ich finde, in einer Beziehung darf man ruhig über Geld sprechen oder sollte über Geld sprechen. Weil in den 50ern vielleicht war es so, dass der Mann Geld verdient hat und das Geld mit nach Hause gebracht. Und die Frau war halt zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert und gekocht und das Geld war halt da. Aber heute haben wir halt ganz andere Modelle. Beide Partner verdienen Geld und dann muss man halt gucken, wie man sein Leben gemeinsam am besten organisiert. Und dann sollte man auch darüber sprechen. Und wie war das in deiner Familie? Also, wie bist du aufgewachsen? Hat man offen über Geld gesprochen? Würdest du sagen, dass du auch in gewissem Maße Finanzbildung bekommen hast von deinen Eltern? Oder war das eher auch Tabuthema, darüber hat man nicht gesprochen? In meiner Familie war es schon so, dass wir immer darüber gesprochen haben. Also wenn uns was interessiert hat, haben wir eh darüber gesprochen. Und so war es mit den Finanzen auch. Also aber nur, wenn euch das interessiert hat? Oder haben deine Eltern dir aktiv beigebracht, wie du mit Geld umgehen solltest? Ja, das war halt Teil der Erziehung, dass man auch mal darüber spricht, okay, wie ist das? Also das fängt ja schon an beim Taschengeld. Wie viel Taschengeld kriegt man? Wofür sollte man es ausgeben? Wofür auch nicht? Wenn das Taschengeld alle ist, wofür hast du es ausgegeben? Waren das die Sachen, die du brauchtest? Haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und entsprechend wurden wir auch daran geführt, wie man mit Geld umgehen sollte und so weiter und so fort. Also da haben wir schon innerhalb der Familie viel darüber gesprochen, aber in der Gesellschaft spricht man halt nicht unbedingt darüber. Leider. Das ist sehr spannend. In meiner Familie haben wir fast gar nicht über Geld gesprochen, würde ich sagen. Das war kein Tabuthema, aber man hat einfach nicht darüber gesprochen. Und ja, mich würde interessieren, wie das in deiner Familie war. Also teilt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren, schreibt uns, aus welchen Ländern ihr kommt und ja, wie das in euren Familien war. Ist Geld ein Tabuthema oder nicht? Okay, wir gehen zum Punkt 3, unsere persönliche Finanzstruktur. Also ein bisschen, ich wollte einen Einblick in unser Budget geben, in unsere Familie. So ein bisschen offener mit euch werden. Ich habe das sogar aufgeschrieben, Fixkosten, variable Kosten, Sparen und Investieren. Mhm. Also Fixkosten sind klar, Miete, Versicherung. Ich brauche meine Excel-Tabelle. Ja, Tobias ist unser Excel-Guru. Variable Lebensmittel, Freizeit, Kleidung, Sparen, Investieren, klar. Was würdest du sagen, wie teilen wir, also welches System haben wir für unser Budget und unsere Finanzen? Ja, also wir haben erstmal ausgerechnet, was wir an Fixkosten im Monat gemeinsam haben. Mhm. Da ist die Miete dabei, da sind Versicherungen dabei, da sind Telefongebühren dabei und so weiter und so fort, Internet, und haben das dann halb geteilt. Ja. Je nachdem, ob man ungefähr gleich viel verdient oder nicht, sollte man das halt machen. Ich finde, das kann man da auch ein bisschen variabel gehalten. Das ist ein guter Punkt. Variabel halten, by the way. Variabel halten, ja. Das ist ein guter Punkt für alle, die sich vielleicht nicht sicher sind, wie man die Kosten teilt. Also in Deutschland würdest du auch schon sagen, dass die meisten Paare das 50-50 teilen, oder? Kann sein. Dazu kommen wir noch später. Aber das ist ein guter Punkt. Wenn einer der Partner deutlich mehr verdient als der andere, dann lohnt es sich, darüber zumindest zu sprechen, dass man auch die Fixkosten dementsprechend verteilt. Ja. Oder? Also ich sag mal, zumindest wenn zum Beispiel, sagen wir, einer verdient sehr viel mehr, weil er sehr viel mehr arbeitet und der andere ist mehr zu Hause, dann kümmert er sich halt oder sie sich um den Haushalt. Und trotzdem kann der mehr verdient, dann halt das auch ein bisschen wertschätzen und sagen, okay, dafür übernehme ich jetzt einen größeren Teil der Miete. Also jeder muss das selber wissen, ja, wie er das machen möchte, aber das sind einfach Ideen, die so da draußen rumschwirren. Okay, also wir haben über die Fixkosten gesprochen. Wie teilen wir unsere variablen Kosten? Also Lebensmittel, Freizeit, Kleidung,
Geschenke. Kleidung muss jeder selber zahlen. Ich zahle meine Kleidung selber. Nein, generell haben wir die variablen Kosten eher... Variabel. Ja, jeder, also wer von uns einkaufen geht, zahlt halt. Wir haben beide Zugriff auf unsere Konten. Also meistens gehe ich einkaufen, das heißt die 90% der Einkäufe in unserer Familie bezahle ich. Das stimmt nicht. Das ist in Ordnung. Ja, schon klar. Nee, aber ansonsten Freizeit, keine Ahnung. Letztens sind wir schwimmen gegangen. Das habe ich dafür dann bezahlt, für nicht nur einmal. Also deswegen da. Also wir führen kein Buch bei den variablen Kosten. Es ist variabel halt. Je nachdem, wer will, wer kann, der zahlt. Ja. Das ist bei uns ein bisschen entspannter. Und irgendwie, es gleicht sich aus. Irgendwie passt das immer. Irgendwie passt das immer, genau. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr untypisch. In den meisten Familien ist das absolut nicht der Fall. Ja, viele führen ein Buch oder teilen das anders auf, damit es ja auch gerecht ist. Und ich meine... Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ja, alles ist in Ordnung. Das jeder muss halt wissen, wie er das machen oder sie das machen möchte. Entschuldigung, ich habe Sparen und Investieren vergessen. Ja, bitte, leg los. Das ist dein Aufgabenbereich. Man muss immer aufpassen, dass man auch ein bisschen was spart und nicht das ganze Geld ausgibt. Das heißt, wir brauchen eigentlich so einen Affiliate-Link von einem Neo-Broker oder so. Ja, es ist interessant. Kannst du vielleicht so grob sagen, wie du dein Nettogehalt aufteilen würdest? Ja, 30% oder ähnliches Miete. Oder anders gesagt, man hat die Miete, man hat die variablen Kosten und man sollte mindestens 25-30% sparen vom Nettogehalt. Mhm. Das wäre optimal. Geht nicht immer, auch nicht in jeder Lebenslage. Das muss jedem bewusst sein, dass man da auch dynamisch bleibt. Aber das sollte so ein Richtwert sein, gerade wenn man jetzt vielleicht keine Kinder hat oder ähnliches, dass man mindestens mal 30% des Nettogehaltes spart. Und also wenn ich sage, ich verdiene 3.000 Euro netto, dann sollte ich so ungefähr 900 Euro sparen im Monat. Und wie spare ich das? Einfach auf dem Sparkonto liegen lassen? Das muss jeder selber wissen, wie er das spart. No financial advice. aber man kann es entweder auf... Welche Optionen ja, hat man? Ja, wollte ich ja gerade sagen. Sorry. Aber man kann es halt zum Beispiel entweder auf dem Konto liegen haben, kann man sich ein Tagesgeldkonto suchen oder man kann, wenn man langfristig investieren möchte, auch in Aktien oder Anleihen investieren oder ETFs, was ja heutzutage sehr viel gemacht wird. Und was würdest du sagen, was ist am sichersten? Ja, Sicherheit ist relativ. Ja. Also das ist, man muss selber wissen, wie viel Risiko man eingehen möchte. Aktien sind risikoreicher als Anleihen. Allgemein Finanzmarkt ist risikoreicher als direkt auf ein Sparbuch. Je nach Land, wo ihr sitzt, kann auch eine Bank vielleicht mal ein bisschen unsicherer sein als in anderen Ländern oder sicherer sein. Deswegen, man kann in Kryptowährungen investieren, was auch verhältnismäßig risikoreich sein kann. Also man muss einfach selber einen Weg finden, wenn man kein Geld verlieren will möglichst, dann halt sicherere Anleihen, wo man weniger Geld mit verdient. Und je länger man denkt, desto mehr, da kann man einen eigenen Podcast zu machen. Ja, wenn ihr unbedingt einen Podcast über Sparen und Investieren hören wollt, dann können wir zumindest darüber sprechen. Also wir können ja natürlich keine Ratschläge geben, aber ein paar Tipps und Möglichkeiten, Optionen könnt ihr vielleicht erklären. Man muss auch ein bisschen selber drüber nachdenken und überlegen, okay, was bin ich bereit zu verlieren und was möchte ich gerne machen, gewinnen mit meinem Portfolio und dann entsprechend muss man es halt aufstellen. Okay. Ja, dann kommen wir zu den Herausforderungen. Fallen dir irgendwelche Herausforderungen in unseren 10 Jahren der Beziehung ein? Geldtechnisch? Geldtechnisch, ja. Als wir keins hatten, war es anstrengend. Ja, ohne Geld ist es anstrengend. Ja, und das war ziemlich lange. Also wir haben... Ich möchte immer mehr sparen als du. Stimmt, ja. Ja, das ist auch... Häufig. Aber ich glaube, das liegt auch kulturell, also ist kulturell bedingt ein bisschen. Ja. Ich möchte gerne reisen, die Welt entdecken, neue Sachen kaufen, neue Sachen haben. Tobias möchte sparen. Ja. Ich mag es, wenn das
Depot wächst. Ich mag, wenn mein Kleiderschrank wächst. Weiß. Oh je. Richtig klischeehaft. Honey! Naja, so wie du es gerade gesagt hast. Ich spare auch ein bisschen. Ja, ich weiß. Aber endlich. Ich gebe auch gerne Geld aus. Ja, ist auch schön. Also man darf auch nicht übersparen. Man muss auch das Leben ein bisschen genießen. Genau. So ist es nicht. Genau. Mit Taschen. Wenn du keine Zeit hast, zum Deutschkurs zu gehen, wenn du sehr busy bist, weil du arbeitest oder ein kleines Kind hast, dann kannst du komplett flexibel in deinem eigenen Tempo meine Deutschkurse absolvieren. In allen meinen Intensivkursen trainierst du alle Fertigkeiten: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Die Kurse sind für 8 Wochen ausgelegt. In 2 Monaten kannst du schon das nächste Niveau erreichen. Die Kurse sind nach meiner interaktiv-kommunikativen Methode aufgebaut. Durch diese Methode hast du Spaß beim Lernen und lernst sofort auf Deutsch zu kommunizieren. Wir lesen keine irrelevanten, stupiden Texte. Du schaust dir nicht einfach Videos auf der Plattform. Das sind komplexe, zusammenhängende Kurse, die dich Schritt für Schritt auf das neue Niveau bringen. Die Links zu allen Intensivkursen findest du unter dem Video, in der Infobox und in dem angepinkten Kommentar. Ich freue mich darauf, dich in einem meiner Intensivkurse zu begrüßen. Bleib dran und bleib fleißig. Es geht weiter mit dem Thema Finanzen. Okay, vielleicht noch eine Frage bezüglich der Konten. Mhm. Vielleicht auch, wie machen wir das und wie machen das so normalerweise Familien, die du kennst? Ja. Was? Mit den Konten und Geldverteilung. Hm. Wie machen das denn die, die du kennst, oder wie machen wir das? Okay, ich kann auch das Wort übernehmen. Also wir machen, jeder hat sein Konto und die Fixkosten überweisen wir auf eins der Konten und dann werden sie davon abgebucht. Sonst haben wir noch gemeinsame Kreditkarten, das ist auch eine interessante Sache, weil wir gerne Punkte sammeln wollen. Naja, ja. Deshalb hat Tobias eine Kreditkarte, die mit meinem Konto verbunden ist und ich habe seine Kreditkarte und wenn meine nicht geht, bezahle ich mit seiner. Und andersrum. Bezahlst du manchmal mit meiner? Ja, meine geht halt fast immer. Ja. Also. Gut. Ja, schon klar. Okay, genau. Und in unserem Freundeskreis haben die Leute häufiger 3 Konten. Ein gemeinsames Konto und jeder seins. Und ein Paar, was wir kennen, ein sehr, sehr, sehr gutes, befreundetes Pärchen von uns, hat nur ein Konto. Also sie haben, nachdem sie geheiratet haben, haben sie ihre Konten gekündigt, ihre privaten Konten, und haben ein Konto, ein Familienkonto eröffnet, wo das ganze Geld überwiesen wird. Das Geld von der Frau und von dem Mann, also alles ist dann in einem Topf. Ja. Und jeder muss am Ende seinen eigenen Weg finden, aber ich finde eigentlich das 3-Konten-Modell schon recht gut, weil man weiß nie, was im Leben passiert und so hat man halt die gemeinsamen Ausgaben, kann das halt fair berechnen, je nachdem, was man als fair sieht. Und ich meine, wir sind jetzt auch nicht so, nee, das ist jetzt mein Geld, der Rest. Ja. Sondern auch da kann man ja sagen, okay, wenn der andere mal ein bisschen Geld braucht, dann unterstützt man sich halt. Dafür ist man ja in einer Partnerschaft. Genau. Ja, also wir sind da meistens entspannt. Und zum Thema entspannt, das ist meine nächste Frage. Wie kommuniziert man in einer Partnerschaft, in einer Beziehung über das Geld? Und warum ist diese offene Kommunikation so wichtig? Vielleicht sollten wir einen Paarcoach mal einladen, der das sagen kann. Ach, das wäre so cool. Ich würde echt gerne jemanden einladen. Ja. Also offene Kommunikation ist immer wichtig, egal ob es Finanzen sind oder ob es was anderes ist. Weil wenn man ein gemeinsames Leben lebt, muss man sich halt irgendwie auch ein bisschen aneinander anpassen. Du bist so weise. Ich weiß. Das war keine Ironie. Ja, sehr gut. Freut mich. Naja, aber dann muss man halt darüber sprechen, offen darüber sprechen. Und beide Seiten müssen akzeptieren, dass der andere auch eine andere Meinung haben kann. Und ich meine, wenn man langfristig zusammenleben möchte, dann muss man halt auch schauen, dass man gemeinsame Meinungen entwickelt. Also selbst wenn man manchmal anderer Meinung ist, kann man sich ja entweder überzeugen lassen oder die andere Person überzeugen.
und dann halt da gucken, wie es beiden am besten passt, sodass beide auch glücklich sind. Das ist manchmal ein sehr langer Weg. Ja. Ja, vor allem Kommunikationsweg. Ja. Vor allem, ich glaube, es reicht nicht nur einmal darüber zu sprechen. Hm. Es sind wahrscheinlich wirklich jahrelang Gespräche, die man führen muss, einander verstehen muss. Hast du oder fallen dir irgendwelche typischen Missverständnisse, die in einer Beziehung auftreten können, wenn man über Geld spricht? Ja, zum Beispiel Fairness. Also was empfinde ich als fair? Ja. Weil Fairness ist komplett subjektiv. Ja. Wer zahlt für was? Was erwarte ich? Was erwartest du? Ja. Und das ist ein Riesenthema. Und ansonsten, wenn man ein gemeinsames Konto hat und eine Person für die andere Person Geschenke kauft und da steht irgendwas Komisches drauf als Abbuchung, dann kann das auch zu Missverständnissen führen, warum man eine andere Frau Geld überwiesen hat, obwohl man vielleicht im Internet was bestellt hat. Okay, das ist too much. Wie, hast du ein paar Tipps, wie man diese unangenehmen Gespräche über Geld starten bzw. führen kann? Also, welche Strategien könnte man nutzen, um das Gespräch doch zu machen? Das ist wichtig. Schwierig, ja. Also, ich bin sehr direkt. Ja. Ich würde einfach sagen, hey, ich glaube, wir müssen mal darüber sprechen, wie wir das mit dem Geld managen. Und ich glaube, erinnere mich daran, es sammelt sich. Weißt du, ich glaube, weißt du, wenn man nicht darüber spricht, diese Unfairness sammelt sich im Kopf eines der Partners, so, ich zahle immer für die Lebensmittel, ich bezahle immer für die. Das ist ja selber Schuld dann, wenn man halt findet, dass das unfair ist, dann muss man halt sagen, boah, ich finde, da sollten wir nochmal drüber sprechen. Ja. Und dann kann man ja auch überlegen, okay, welche Sichtweise könnte der andere haben und die Sichtweise vielleicht aufnehmen und dann sagen, okay, pass auf, siehst du das so und so? Und wenn die Person dann ja sagt, dann kann man sagen, okay, ich sehe es aber so und so. Wie können wir das Thema klären? Wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Wenn man zusammenzieht? Dann, wenn man darüber nachdenkt. Okay, gut, nehme ich. So, ich wollte mit dir noch einen Punkt besprechen, und zwar so ein bisschen Geldbeziehungen in interkulturellen Paaren, wie bei uns zum Beispiel. Erkläre euch ein bisschen die Situation, wie sie bei uns war am Anfang. Ich komme ja aus der Ukraine und bei uns ist die Gesellschaft sehr männlich geprägt. Das heißt, der Mann verdient Geld, die Frau verdient auch Geld. Aber mein Geld ist mein Geld, dein Geld ist unser Geld. Ergibt total viel Sinn. Ergibt total viel Sinn. Ja. Und mit diesen Erwartungen bin ich auch in diese Beziehung gekommen. Schreibe unbedingt in die Kommentare, ob du das kennst. Aber ja. Ich bin anderer Meinung. Natürlich. Es hat schon einige Zeit gedauert. Jahre. Bis ich mich davon gelöst habe. Also jetzt, ich kann auch die Seite des Mannes verstehen. I mean, warum soll sein Geld unser Geld sein und mein Geld mein Geld? Das ist zum Thema Fairness unfair. Und das liegt im Auge des Betrachters. Das stimmt. Also genau, also im Moment finde ich auch, dass man das Budget schon fair verteilen muss. Im Moment. Im Moment, ja, let's see. Vielleicht ändert sich das wieder. Vielleicht ändert sich das, genau. Aber früher dachte ich, der Mann muss für alles zahlen und ich gebe mein Geld für meine Sachen aus oder ich gebe das nicht aus. Und dann ist der böse Tobias gekommen und hat gesagt, naja, die Fixkosten können wir mal schon mal teilen. Ne? Aber ich glaube, wir waren da auch sehr flexibel. Als wenn einer von uns gerade kein Geld verdient hat früher, dann hat der andere alles so gut es ging übernommen. Ja. Und als wir beide Geld verdient haben, haben wir es dann halt geteilt. Das ist ein richtig guter Punkt, weil es gab verschiedene Situationen in unserer Beziehung. Und tatsächlich, seitdem wir beide Vollzeit arbeiten, Vollzeit verdienen, ist das ganz klar und fix geteilt. Also ich glaube, in den multikulturellen Paaren ist es am wichtigsten, ganz am Anfang über die Erwartungen zu sprechen. Ja, aber ich glaube nicht nur bei den, also ich glaube bei den interkulturellen oder multikulturellen, wie du es gesagt hast, multikulturellen Paaren ist das schon sehr wichtig, dass man darüber spricht. Aber grundsätzlich ist das bei allen wichtig, weil auch innerhalb der Gesellschaft gibt es Unterschiede.
wie bei uns. Bei uns wurde viel über Geld gesprochen, in anderen Familien gar nicht. Und das heißt, wenn gar nicht über Geld gesprochen wird, gibt es auch keine Ideen für Modelle. Ja. Und das heißt, da ist es auch wichtig, dass man darüber spricht. Stimmt. Okay, ich möchte, dass wir euch noch ein paar praktische Tipps geben. Hoffentlich Tobias. So, ein paar praktische Tipps zu diesem Thema Finanzen, Budgetplanung. Wie behält man den Überblick über die Ausgaben? Mhm. Also du kannst auch gerne teilen, was wir machen, um das Gefühl für das Geld, die Ausgaben und die Einnahmen zu bekommen. Also anfangen kann man immer mit einer Excel-Tabelle. Mit Excel bin ich immer noch nicht warm geworden. Naja, man kann halt zum Beispiel sagen, okay, wie viel verdiene ich im Monat? Was ist mein Nettogehalt? Mhm. Wie viel spare ich? Dann kann man gucken, okay, wofür gebe ich wirklich Geld aus? Was die Miete, was Auto vielleicht, wenn man eins hat, was gebe ich sonst für Reisekosten aus und so weiter und so fort. Das kann man ja, das ist ja fix. Das heißt, das weiß man schon mal. Mhm. Das heißt, das kann man alles in die Excel-Tabelle packen, je nachdem, wie man es strukturieren will. Und das nächste Level wäre dann halt, dass man sagt, okay, man trägt alle Ausgaben zum Beispiel in der Excel-Tabelle ein, wie wir es früher mal gemacht haben. Mhm. Oder man nutzt eine App dafür, eine Buchhaltungs-App. Ich weiß gerade nicht mehr, wie unsere heißt. Es aber gibt egal. So viele Apps. Genau, man kann einfach googeln Kostenmanagement oder Ausgabenmanagement-App und da kann man auch direkt eintragen, okay, was verdiene ich, wann kommt Geld rein, wann kommt Geld raus oder falls ein paar ITler bei euch sind oder Programmierer, dann baut man sich einfach eine Verbindung zu einem Excel-Sheet oder zu der App. Das ist schon zu kompliziert. Also um das einfach zu behalten, würde ich sagen, man lädt sich diese App herunter und trägt in die App die Einnahmen und die Ausgaben ein. Und dann siehst du, wie viel am Ende des Monats übrig bleibt, ob du zu viel oder ja, ob du zu viel ausgegeben hast. Oder zu wenig. Ja, zu wenig. Aber Achtung, wir tragen auch das Sparen ein. Also alle Investitionen und so tragen wir auch ein, damit wir sehen, wo das ganze Geld ist. Und dann hast du in diesen Apps meistens eine schöne Ansicht. Sparen, Lebensmittel, Wohnung, Miete, Versicherungen. Und auch direkt über den ganzen Monat aufgeteilt, dass man sehen kann, okay, wie viel gibt man jeden Monat dafür aus. Genau. Und auch über die Zeit, genau. Was wird vielleicht mehr, was wird weniger. Also ich glaube, das ist so der beste und der einfachste Tipp. Damit kann man anfangen. Ich freue mich auch über eure Erzählungen, Vorschläge. Wie macht ihr das jetzt? Macht ihr das überhaupt oder nicht? Ich habe sehr lange gebraucht, um das endlich zu machen. Ja. Aber es ist so wichtig. Wenn man Finanzen ist so eins der wichtigsten Themen in dem Leben, weil wenn du zu viel Geld ausgibst, dann wirst du nie entspannt, ja? Dann hast du immer das Gefühl, dass du kein Geld hast, dass du dir nichts leisten kannst. Aber meistens sind das nur Kleinigkeiten, die du verändern musst. Geld ist nicht der Zweck, aber das Mittel zum Leben. Ja, aber ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Okay, lass uns das zusammenfassen. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Offene Kommunikation, das ist der Schlüssel, generell in jeder Beziehung. Ja, im Leben, nicht nur in der Beziehung. Genau. Regelmäßige Überprüfung des Budgets und Buchführen, das ist schon wichtig. Und man muss immer wissen, wie ist die Situation. Ja. Oh, bei der Kommunikation nochmal über kulturelle Unterschiede und Erwartungen des jeweils anderen sprechen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das in euren Partnerschaften, in euren Beziehungen macht und oder machen wollt in der Zukunft. Und lasst es uns wissen, über welche Themen wir noch sprechen sollen. Falls ihr Fragen habt. Falls Tobias öfter kommen soll, welche Themen sollen wir nochmal besprechen, was interessiert euch? Und ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder auf meinem YouTube-Kanal. Und je nachdem, wie die Kommentare sind, sehen wir uns auch demnächst wieder. Bleibt dran und bleibt fleißig. Tschüss. Ciao.